Alles gut? Ja. Der Logo muss. Sehr schön. Ich hab dir schon mal Wasser bestellt. Ich weiß, du bist kein Kaffeetrinker. Ja, Mann, danke. Was haben wir hier? Nichts für mich, ich besser Wasser. Ich habe mir hier schon mal ein Espresso geholt. Der wie viel ist? Zweite trainiert schon. Das ist immer der Spot, ja. Ich bin ja das erste Mal hier. Ich kenne es nur aus euren oder deinen Storys. Mal schön mal ein Promo machen hier für unser Lieblingscafé hier. Safe. Nee, gibt da auch schön was ab dafür? Noch nicht. Wir sind noch dran an der Influencer-Kampagne. Okay, ja, muss er ja schon, oder? Bester Laden hier, bester Kaffee. Ja. Safe auf jeden Fall. Nee, aber ist geil. Ja, nee, so dachte ich, treffen wir uns hier. Ja, ein kleiner Spot von uns. Meistens immer erst so ein bisschen Sport davor, dann hier Kaffee, dann kann der Tag beginnen. Ja. Wäre gut, sonntags oder montags, so nach dem Wochenende, nach Ekstase, ist auch nochmal was anderes. Momentan leider keine Ekstase. Momentan nicht. Keine Party. Momentan gar nichts, nee, aber hoffentlich bald wieder, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, dann ist hier immer so der... Hier ist Tagesbeginn quasi, Beginn, genau. Ja. Hier geht's los mit Kaffee und... Ja, man, dann. Ihr wohnt hier auch gleich um die Ecke. Ja, Schweizer. Oh. Geht das? Dankeschön. Ja, ihr wohnt hier auch gleich. Ja, genau, um die Ecke. 2 Minuten von hier, deshalb bietet sich an. Hier kurz mal nochmal auffrischen quasi, dann geht's nach Hause. Und dann von dort geht's dann meistens irgendwo in die Stadt, Club, wie auch immer der Tag dann aussieht. Und dann geht's los, ja, man, das. Ist der Plan so. Ja, Club ist ja auch nicht weit weg. Club ist auch nicht weit weg, alles in unmittelbarer Nähe. Club 2 Minuten, zu Hause 2 Minuten. Alles früher war unser Büro ja noch da drüben. Büro stimmt, also war auch noch war da. Auch hier um die Ecke. Also Alter, hier Hotspot, Lehmann Hotspot. Hier. Das ist echt so. Ja, nee, ist geil, ja. Wie schlägst du die Zeit tot momentan? Viel Musik machen? Viel Musik machen. Jetzt gerade eben, ja, hauptsächlich Alter 2 Thema so, was auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, das hauptsächlich Sport, Mucke so. Ja, so das hauptsächlich. Ich meine, es nimmt auch schon viel Zeit in Anspruch, definitiv. Aber safe, also kann mich nicht beklagen. Ich habe gerne was zu tun, bevor ich da jetzt irgendwie zu Hause rumchill. Ich meine, am Anfang der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging so, aber so die ersten 1 bis 3 Wochen nach Lockdown nur zu Hause gechillt, nur Studio von morgens bis abends. Aber irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich dachte so, Alter, irgendwie so, war too much rumgehänge so einfach. Und dann irgendwann... Bei mir war es sogar ein bisschen umgekehrt. Die erste Zeit war ich gefühlt noch produktiver als jetzt. Also ich bin jetzt in so, muss ich auch, also ehrlich sagen, jetzt ist so ein Loch. Ja. So, also... Hat so im Juni angefangen, Mitte, Ende Juni und zieht sich jetzt so wie Kaugummi so durch. Ja, ich weiß, so diese Antriebslosigkeit. Ja. Ich muss mich echt motivieren, irgendwie was zu machen. Und es war am Anfang noch anders. So, okay, ja, am besten jetzt jede Woche einen Podcast machen und Mucke machen und dies, das so. Und habe mich auch echt viel so mit Musik, einfach auch viel mit meiner alten Musik beschäftigt, Plattenregal sortiert, digitalisiert und solche Sachen. Das ist doch ein Riesenfilm mit alles sortiert. Ich habe echt angefangen, komplett das Regal neu zu sortieren, seit 7 Jahren das erste Mal wieder. Und dann auch angefangen zu digitalisieren. Und fertig geworden? Nee. Das ist so Kampf gegen Windmühlen. Wirklich so, du fängst an, du machst und das ist halt auch, ich meine, klar, jeder sagt, du hast jetzt die Zeit, aber... Das ist eigentlich ist trotzdem tote Zeit, so eine Platte aufzunehmen, keine Ahnung, 10, 12, 15 ja, was Minuten. Willst du da machen? Du sitzt ja nur daneben und daneben wartest. Vielleicht noch Story machen. Ja, genau. Ja, genau. Aber sonst ist es halt echt zäh. Ja, und egal wie geil die Mucke ist und geil ist mal wieder zu hören, nach 10, 15 Platten, du hast die Schnauze voll. Ja, wie weit bist du gekommen? Boah, ich hab schon viel gemacht, mehr als jemals zuvor in dem Sinne so. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, aber bestimmt so 150, 200 Platten, immerhin. Stabil, ne? Aber es ist halt echt viel Zeit. Also, oder dann halt irgendwann nicht die ganzen Platten, sondern halt nur die Tracks, die ich dann wollte, die ich dann gebraucht habe. Ja, ist auch geil, auf jeden Fall genutzt die Zeit. So. Aber ich weiß, was du meinst, so nach einer gewissen Zeit ist man so ein bisschen so demotiviert, wenn es nicht unbedingt eine Perspektive gibt. So, du weißt, wann die Clubs wieder aufmachen. Alles ist so ein bisschen... Oh, so. Das demotiviert 100%, ich weiß, was du meinst, Das merke ich jetzt. Ja. Aber gut, dadurch, dass ja nicht wirklich Ende in Sicht ist, muss man halt auch aus diesem Tief wieder raus. Ja, safe.
ich denke, es wird halt jetzt so Phasen geben, bei jedem irgendwie in unserer Branche oder in unserer Szene. Mal bist du das ein bisschen motivierter, dann mal wieder nicht, dann jetzt wieder der Hustle mit diesem Corona-Money, wann kommt es wieder, ist bis dahin angespannt und... Ja, aber ich glaube, man lernt auch viel einfach so aus der Zeit. So. Man lernt also viel so, vor allem halt auch gerade so Selbstmotivation und so und auch mal so diese ganzen steuerlichen Sachen mit dem Soforthilfe-Dings und dies, das. Das ist so ein leidiges Thema, aber muss man halt auch machen. Muss man dann mal machen. Ja, deshalb so Zeiten sind halt auch mal vielleicht gut, so Sachen zu machen, mit denen man sich normalerweise nicht so beschäftigt. So. Ja. Gerade sowas auch. Ich meine, dieses Alter-2-Ding ist auch so ein bisschen so ein Projekt, was ich jetzt vielleicht nicht so gemacht hätte. Hat man auch einfach mal Zeit für. So. Wieso kam überhaupt der Gedanke, einen zweiten Teil in Anführungszeichen zu der Nummer zu machen? Weil ich kann mich ja noch erinnern, bevor die Nummer rauskam und du sie mir gezeigt hast und ich meinte, der ist eine Bombe. Ja, ich weiß nicht, die Vocals. Du meinst Alter 1. Alter 1, genau. Ja, ja. ich weiß. So, und dann ging das Ding ja richtig durch die Decke. Und ja, war halt witzig damals, wenn man so überlegt, erst unsicher gewesen wegen den Vocals. Ja, ich meine, Geschmack verändert sich auch, aber ich, wie du sagst, ich war eigentlich anfangs war ich nicht so ein Fan von Vocals. Ja. So, ich habe Vocals immer so ein bisschen so als ein bisschen Cheaten verstanden. Machst den Vocal rein, ist geil. Ja, scheißegal, wie der Rest des Tracks ist, Hauptsache Vocal ist geil. Ja, aber genau, das hast du mir auch so mal gesagt. Genau. Und mittlerweile bin ich schon so auf den Geschmack von Vocals gekommen. Wenn sie richtig eingesetzt sind, ist geil. Ist geil. Aber eigentlich, um zurück zur Frage zu kommen, eigentlich war ein zweiter Teil gar nicht geplant. Ist irgendwie auch so irgendwie on the fly gewesen. Ich war auch da auf der Königstraße, auch Corona-Zeit einfach mal spazieren gegangen, da jeden Tag. Und da war die Straßenmusikerin und bin ich dort gewesen, zugehört, fand es übel geil. Dachte mir, komm, irgendwie machst du mal eine Story, vielleicht kann man da irgendwas Geiles draus machen. So Alter 2, erstmal war es als Witz eigentlich gedacht. Und dann waren wir alle so auf ja und dann haben sie aufgenommen im Studio. Dann habe ich halt einen Track draus gemacht. Das sind drei Tracks dann am Ende. Ja, man, so ist das alles entstanden, mehr oder weniger so aus dem Witz, aus einer Instagram-Story so heraus. Und daraus dann so das Riesenprojekt entstanden. So hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Aber es ging so, wenn du halt einmal damit startest, so, wenn du einmal sagst, hey, soll ich hier Alter 2? So, ja, vor allem du, der immer dann alles auch direkt gleich in die Story. Ja, es war halt vielleicht ein bisschen auch, war halt vielleicht auch ein bisschen zu schnell so, vor allem, weil hätte ja auch sein können, dass da gar kein Track rauskommt. Ne? Das Ding ist halt, so machst du halt selber auch Druck. Genau. Hast aber auch den Ansporn, dass du dann abliefern Genau. Das ist halt das Ding. Und ich wollte mir auch so ein bisschen die Herausforderung geben. So. Ja. Selber mal gucken, okay, jetzt habe ich die Ansage gemacht, das muss ich auch abliefern. Und es gab auch schon, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, es gab auch so ein paar Versionen davor, wo ich mir dachte, was mache ich denn damit? Das ist irgendwie nicht so geil. Weil die hatten auch im Studio und es gibt noch eine Aufnahme von einem Akkordeon, wo sie Akkordeon spielt, also das richtige Lied quasi. Ja. Und ich habe versucht, das irgendwie reinzubauen. Und ich war dort im Studio 8 Stunden lang und habe das Akkordeon da versucht zu warpen. Und die ganze Zeit. Und der Jan auf der Couch nebenbei geschlafen. Er schüttelt nur den Kopf. Was machst du da? Akkordeon war der schlimmste Fail in Techno. Pass auf. Man wird das wahrscheinlich auf der Kamera nicht hören, aber ich zeige dir. Samim hieß der Typ. Und Heater hieß der Track. Das war so eine Ibiza. Ricardo Villalobos Tech House Nummer und ich war damals zu dem Zeitpunkt auf Ibiza auf der Release Party von der Monster Party, wo Udano und Ricardo auch gespielt hat und eben dieser Sami im Live. Mhm. Jetzt pass auf. Zum Thema Akkordeon. War ein Riesenhit damals. Also Katastrophe, aber war halt ein Hit damals. 2,2 Millionen Aufrufe. Danke. Ja, und da waren wir halt auf der Party und dann ging es los mit dem Akkordeon und dann hab ich gedacht, was? Also, wie? Und das war im Privilege. Ja, ich glaube, 4 Promille ist geil. Es war in dem Moment geil. 4 Promille, Ibiza und dann war das in diesem im Privilege. Das ist ein Riesenclub und es gab einen so einen Floor, das war eben der Monster Floor, der Monster Party. Und da waren so Bäume. Wie hier so Bäume auf dem Floor. Das war aber früher meine Terrasse und dann haben die es halt zugebaut. Und dann der Sound und dann die Leute, die Bäume hochgeklettert und da hingewackelt und so. Ja, Akkordeon dazu. So, und dann das Akkordeon war halt echt witzig. Geil. Ich jetzt gerade direkt dran denke, Hasslied von Steffen, Lukas, mir so aus dieser Zeit. Aber vielleicht hätte man was Geiles draus machen können. Weil mach mal Remix. Ja, Remix. Also jetzt kommt neue Ansage. So, jetzt kommt, ihr habt alle gehört, David Lillard macht einen Samim Heater Remix. Nein, okay.
Nee, Mann, aber das habe ich auch versucht und es hat nicht so geklappt. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, rufst jetzt irgendwie nochmal die dran, setzt nochmal. Und dann immer war ich zufrieden. Da sind drei Tracks draus entstanden. Ja, genau, das wollte ich von vorhin. Drei. Also es spricht, das ist ein Release mit drei Tracks und einer ist Altteil 2. Genau, einer ist Altteil 2, einer ist der 2010 Remix, also ein bisschen so quasi klassisch angehaucht. Dann gibt es einen 2020 Mix, also ein bisschen. Also es sind drei. Genau, drei unterschiedliche Tracks mit demselben Vocal aber drin. Ah ja, okay. Genau, mit dem neuen. Mit dem neuen, genau, mit dem neuen Vocal. Und Vocal halt ein bisschen unterschiedlich bearbeitet, aber ich habe halt versucht, so ein bisschen dieses Vocal einfach quasi in verschiedene Moods reinzupacken. Und es hat geklappt so, ja man, jetzt steht da die EP. Release 31.07. Release 31.07. genau. Und jetzt vor zwei, drei Wochen, glaube ich, war das Video dazu gedreht, kommt dann auch da direkt. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Ja, aber auch ein riesen Film. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. One Take, wie AgroTV. Ja. Die waren das, die Vorreiter mit dem One-Take. Ja, die ganzen Agro, halt die Fresse, war immer One-Take. Stimmt, halt die Fresse war ja alles One-Take. Immer One-Take. Ja. Stimmt. Exit. Ja, Mann. Haftbefehl damals. Übergeil. Klassiker gewesen Alter. Geil. Ja, Mann. Stimmt, geil. Gab's paar geile. Ja, Mann. Azad war geil. Ja. Haft. Mosch war auch geil. Mosch war auch meiner Lieblingssänger. Cool. Da war Mosch auch noch cool. Ja, ja. So, jetzt kann ich mir den nicht mehr. Ja, die neuen Sachen sind auch nicht ganz meins. So, bisschen irgendwie. Nachlassen. Letztes Jahr irgendwie Bosch und Alias irgendwie so ein Album gemacht, fand ich ganz, ganz schlimm. Ja. Er eigentlich so coole, sympathische Typ. Mega. Das hat die alten Sachen richtig gefeiert, aber irgendwie neuen Sachen. Die alten Sachen waren richtig geil, da war der kurzzeitig auch bei 187. Echt? Bevor dieser Hype halt losging und so. Ja. Bei diesem Moshroom-Album, glaube ich. Ganz lange her und mit Boogie. Ja. Boogie und Wählasch und so hat er auch öfters mal was gemacht. Hat er auch nachgelassen. Vielleicht muss er auch versuchen mit dem Akkordeon. Also Mosch, wenn du sowas. Mosch, die Akkordeon. Dann wird das wieder was. Ja, Mann. So sieht es aus. Ja, und dann das Ganze auch. Beziehungsweise müssen wir noch ein bisschen früher anfangen. Du hast dann diese Straßenmusikerin gefilmt. Genau, ich habe die gefilmt. Eigentlich nur so als Gag oder zu gucken, ob man was mitmachen kann. Genau, eigentlich als Gag und dann war ich schon im Schlamassel drin, da muss ich halt durchziehen, dann nochmal mit dem Aufnahmegerät hin, quasi alles nochmal aufgenommen, übersetzen, weil sie kann nicht so gut Deutsch. Ihr das auch alles erklärt, was ihr davor oder was du davor ja, hast. Ich weiß nicht, ob sie es ganz verstanden hat so, aber wir haben es ihr versucht quasi zu sagen, dass ich einen Track draus machen will, Mucke draus machen will, ob sie Bock drauf hatten, die war so ein bisschen, weiß nicht ganz, aber hatte Bock drauf zu. Und da hat es gemacht, haben wir aufgenommen und ja man, dann ist alles rausgestanden. Und ihr oder du spendest oder das Ganze wird auch so charity-mäßig verpackt, sprich die Einnahmen gehen dann auch an sie? Genau, geht alles an sie. Wir haben so Spendenpakete gemacht, einfach auch damit sie so was davon hat. Mir war es auch einfach wichtig so in der ganzen Zeit. Ich meine, uns geht es allen so mehr oder weniger schlecht, in Anführungszeichen so. Aber wenn man halt mal so ein bisschen um sich guckt, da gibt es halt Leute, denen geht es nur so viel schlechter. Ich meine, die Straßenmusikerin in Corona-Zeit, Königstraße, war halt nichts los. Das heißt, Einnahmen waren dementsprechend auch gegen null, denke ich mal. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht kannst du damit auch so ein bisschen ein Zeichen setzen, einfach mal so den Horizont zu erweitern, um sich zu gucken und zu sehen, dass es einem eigentlich gar nicht so schlecht geht, dass man eigentlich schon noch privilegiert ist. Und dann dachte ich mir, komm, müssen auch die ganzen Spenden, die ganze Gewinne an sie gehen. Und jetzt schauen wir mal, was rumkommt. Wäre natürlich geil, wenn da einiges rumkommt. Jetzt ist schon einiges zusammengekommen. Platte schon ausverkauft. Platte schon ausverkauft, ja man. Und ja man, auf jeden Fall geil. Mal gucken. Ja, nice. Und das Projekt ist mir auch jetzt nicht bekannt, dass es sowas in der Art irgendwie in unsere Szene schon mal gegeben hätte, oder? Also so. Weiß ich auch nicht. Also wäre mir halt vielleicht, aber es also würde mich freuen, würde mich freuen. Ich glaube, es ist auch wichtig so, dass man einfach mal, dass man sich einfach bewusst ist, so wie gut es einem geht. Ne? Gerade wir so als Musiker, also wir können von unserer Leidenschaft leben, zumindest konnten wir es. Ja. Also wir sind so privilegiert, wieso dann einfach nicht mal so auf die anderen schauen. Vor allem, wenn man halt auch ein bisschen über unsere Landesgrenzen hinaus schaut. Safe. Leute, die halt nicht irgendwie so, also bin ja bekanntermaßen jetzt nicht so der super Supporter und Freund des Staates hier, aber man muss einfach ehrlich sein, wir haben schon Glück, dass wir hier leben können oder dürfen und eben da zumindest ein bisschen abgesichert sind. Wenn du jetzt irgendwie in USA oder in irgendwelchen anderen europäischen Ländern lebst und es hat teilweise nicht irgendwie Soforthilfe, keine Soforthilfe oder Geld. So, und das haben so, da beschweren sich welche über
was weiß ich, Deutschland und hier und hier und hier. Und ich kann es ja verstehen, ich habe ja auf jeden Fall auch meine Kritik anzumerken, aber ich meine, in welchem Land kriegst du direkt so Kohle? So muss, direkt man, muss man ganz klar so sagen, ja. In Berlin ein bisschen zu schnell. So, ein bisschen zu schnell. Da haben echt viele abgeräumt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ja, an sich müssen wir echt froh sein, dass es so funktioniert. Definitiv. Wollen wir hoffen, dass es jetzt bei dem nächsten Paket nicht allzu lange dauert. Ansonsten gehen wir halt auf die Königstraße, du mit Akkordeon. Ich mach die Woche. Jetzt steht das Konzept eigentlich. Also in Zukunft sieht man uns dann Königstraße mit Akkordeon. Aber geil, voll geil. Ja. Das ist mal wieder ein Kick. Alter, und mal ganz ehrlich, also ein riesen Respekt vor den Leuten. Die, also, safe, sich egal, dahin zu stellen. Egal, Notlage einfach hin oder her, aber sich dahin zu stellen, jeden Tag und dann wahrscheinlich auch noch in wechselnden Städten und so weiter. Und das das da eben so durchzuziehen, gut ab vor den Leuten, die das machen. 100% also. Vor allem, ich habe auch in einem Interview, SWR hat auch mal einen Bericht über die Viktoria, die Straßenmusikerin, gemacht. Und da hat sie auch in einem Interview gesagt, dass sie eigentlich gar nicht singt, sie spielt es eigentlich gar nicht, auch gar nicht gern irgendwie. Aber sie muss es halt auch machen. Sie hat einen behinderten Sohn da, sie muss Geld irgendwie einbringen für sie und ihren Sohn. So. Na, noch mehr Respekt. So, wenn wo lebt sie eigentlich? Oder hat sie einen festen? Ich habe keine Ahnung, also sie hat keine Ahnung. Wir gehen jetzt die Tage nochmal zu ihr. Und hoffen, wir finden sie. Sie sind nicht mehr in Stuttgart aktuell, aber dann schauen wir mal. Stimmt, das habe ich auch in den Stories gesehen. Ja. Große Suchaktion. Ja, große Suchaktion. Ich habe sie gesucht, weil wir eigentlich wollten wir sie im Musikvideo mit reinbringen. Ja. Und ich dann jeden Tag auf der Suche gewesen, fuck, wo ist sie hin? Und nichts, gar nichts. Und dann über Umwege und Stories und alles Mögliche wurde mir dann gesagt, dass sie friedlichhaft ist. Und da ist sie jetzt scheinbar. Wir haben sogar die Handynummer, haben schon mit ihr telefoniert und jetzt gehen wir die Tage zu ihr. Okay, los. Schauen wir mal. Ja, aber wäre sie jetzt weg gewesen, wäre auch ein bisschen hart gewesen. Ne? Wäre dann das Videokonzept ein anderes gewesen? Ja, so ein bisschen anders, ja. Ist ein bisschen anders gewesen. Ja, wir haben es halt gut. Ist jetzt auch geil so auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Ja, man. Jetzt mal gucken. Ja, gut, wollen wir dann mal vielleicht so ein bisschen. Ja, man, ein bisschen in die Stadt, ein bisschen weiter unterwegs. Jetzt, Studio. Studio, Stadt, hört sich gut an. Können wir uns noch mal ein paar Spots angucken, wo die Viktoria, wo du die Viktoria gesehen hast. Können wir machen, safe. Ja, Mann. Nice, dann lass das mal machen. Machen wir. Okay. Entschuldigung, geht's? Mach gut. Alles gut. Genau hier stand die gute Frau. Saß sie eigentlich? Ja. Hat sie eigentlich, weil wir ja vorhin das mit diesem Akkordeon hatten, hatte sie das dabei? Oder hat die hat es dabei, ja. In ihrem Koffer, das muss ihr Sohn, glaube ich, immer für sie tragen. So. Und Stuhl und Sitzkissen, alles Mögliche. Sie ist gar nicht allein unterwegs? Nee, immer ihr Sohn ist dabei, sitzt dann immer noch drüben und so, richtig süß. Sie sitzt auf einem Kissen, guckt sie zu und so. Richtig geil, ja. Geil. Ja, das ist die Geschichte. Also hier saß sie quasi. Im schönen Stuttgarter Spazieren hier gemacht. Wie oft hattest du sie oder hast du sie gesehen, bevor du entschieden hast, es aufzunehmen? Oder bist du in den Weg? Ich habe da in der Zeit fast jeden Tag eine Spazierung einfach gemacht in den schönen Stuttgart. Da habe ich sie 3-4 Mal gesehen. Und dann noch ein 3. Mal oder so. So war ich dann dort irgendwo und dann eine Story gemacht. Und dann ging das Ganze los. Du hast dann tatsächlich auch das Audio-File benutzt, was du also aus der Story aufgenommen hast? Nee, da bin ich dann auch mal mit dem Field Recorder. Genau, bin ich mal mit dem Irakli hin, hab das Ganze quasi aufgenommen mit dem Gedicht. Ja. War auch geil, weil das Gedicht haben wir so zufällig gesucht auf Google, so, weil wir hatten ja keine Ahnung, irgendwie russisches Gedicht angegeben. Ja. Und jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das Gedicht so über so ein bisschen Stille handelt, so irgendwie sagt das Gedicht, ich brauche Stille, 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 Stille und am Ende so, jetzt gibt mir aber wieder Lärm. Okay, so von wegen ja, so passt bisschen, eigentlich. Ja, genau, so ein bisschen Corona-mäßig, so alles ruhig, alles leise, aber jetzt brauchen sie auch mal wieder Leben. Ja. War ganz geil, dass es gepasst hat, ja, Mann. Und was mit dem Gedicht? Also, hast du das auch
in dem Track verarbeitet? Das Gedicht, ja, das ist drin. Also in dem, das Gedicht, also das Ganze ist nur in einem Track, in dem Main-Mix drin. Und aber so wurde quasi gestückelt in Vocal-Parts, also das ganze Gedicht ist auch in einem Track drin. Okay, ja, nice. Ja. Wollte ich auch einfach haben, so, weißt du, wenn du, ich meine, wenn du Vocals slice, so, dann kannst du dich immer geil anhören. Reverb drauf, Delay drauf, so die typischen. Aber ich würde einmal so ein richtiges Vocal drin haben, Autotune drauf. Habt ihr eine Übersetzung eigentlich dafür? Ja, eine Übersetzung, ja. Ich habe letztens eine Story. Auch für die Leute, die das. Genau. Also, wie meinst du? Dass im Prinzip die Leute, die Platte kaufen oder die sich mit dem Thema befassen, dass die irgendwo nachlesen können, was wirklich die Vocals sind. Bei Altai war das immer, also mit dem Altai 1 war es immer offen, oder? Oder wusstest du irgendwann, was es war? Also ich wusste irgendwann mal, was es war, ja. Aber im Prinzip wäre wahrscheinlich mal so ein Geheimnis, ich heute noch nachlesen. Ja, was heißt das eigentlich und wie ist das? Ich hab's mir überlegt, was heißt? Also Altai 1 heißt portugiesisch irgendwie Komm, wir gehen tanzen, Momos oder Krasa oder sowas. Komm, wir gehen alle tanzen. Auch geil, hat auch gepasst. Ja, ne? Jetzt passt auch wieder. Ich habe mir überlegt, die Übersetzung auf die Platte drauf zu machen. So meinte ich gerade. Habe ich mir gedacht, aber... So als Booklet oder genau, habe ich mir gedacht, aber bleibt erstmal noch ein Geheimnis. Okay. Vielleicht irgendwann. Okay, dann Special Edition Sonderbox. Auf Deutschland. Premium Deluxe Box. Jetzt mit dem Liedtext zum Mitsingen. Dann gibt es diese, wie heißt das Spiel auf Wii, wo die mitsingen? Karaoke, irgendwas, wie heißt es? Singstar. Singstar, genau. Alter 2. Oder TikTok, Alter. Überleg mal, bei TikTok. Alle fangen an mit Alter 2 TikTok. Alter, das wäre geil, Digga. Das sollen wir machen. Also alle jetzt neue Geschäfte, TikTok. Die TikTok. Bitte alle mitmachen. Alle TikTok runterladen, Alter 2 kaufen. Ja. Box auch vorbestellen. Deluxe Box kommt auch nächstes Jahr. Hey, dann habe ich sie auf jeden Fall hier. Hier war der Startpunkt, dann war sie ab und zu da unten. Eigentlich hier war der Startpunkt, dort unten habe ich sie aber aufgenommen. Für die Leute, die ja nicht so sich mit Stuttgart auskennen, also hier ist quasi Königstraße, Schlossplatz, somit der zentralste Punkt, kann man so sagen, in der Stadt. Also es schauen sich ja bestimmt auch Leute an, die jetzt nicht so familiar sind mit hier. Ja, genau, deshalb hier schön in der Mitte Stuttgarts und zu Corona-Zeiten. Ja, was willst du machen, Digga? Also auch mal spazieren gegangen. Stuttgart ist geil, schöne Stadt. Ja. Also hier oft spazieren gewesen, hier gefunden. Und ja, Mann. Da unten dann das Gedicht aufgenommen, wie gesagt. Und ja, Mann. So Stuttgart für dich schon auch so ein wichtiger Bezugspunkt als Heimat, als Stadt. So. Ja, definitiv. Also, ich meine, Stuttgart ist unsere Town. Stuttgart, Lehmann ist in Stuttgart. Und ja, mittlerweile verbinde ich eigentlich so mein ganzes Leben mit Stuttgart. Von daher sehe ich genauso. Also ich fühle mich hier auch, wie du sagst, so Heimat, zu Hause. Ja, unser Laden, also unser Club ist mehr oder weniger hier. Die Homebase ist hier. Also, ja. Safe auf jeden Fall. Ja, Mann. So war das alles hier. Nice. Sollen wir auch noch da runterfahren? Können wir machen, ja. Schauen wir mal dort hin. Noch, ne? Ja, Mann. Ja, hier stand sie. Hier war dann hier. Der zweite Spot. Hier wird der zweite Spot hier. Das Altai 2 entstanden. Ja, Mann. Und das Gedicht. Und das Gedicht, ja, Mann. Gut in Irakli als Übersetzer. Shoutouts an Irakli. Ja, Irakli sowieso bester Mann. Irakli bester Mann. Grüße gehen raus. Und ja, Mann, hier ist es entstanden. Und da ist der Trompetenspieler. Da habe ich noch ein paar Mal Saxophonspieler, sorry. Ja. Saxophonspieler, hast du die auch nicht gemeint? Ich habe Saxophon gespielt. Ja, gell, irgendwas hat er gerade gekriegt. Alt- und Tenorsaxophon, ja, tatsächlich. Ja, kannst du dich als nächstes da hinschwellen? Ich bin dann der Akkordeonspieler. Jetzt steht's. Jetzt haben wir alles, wenn Corona noch länger geht, wir werden Straßenmusiker. So, David Akkordeon, ich mit Saxophon. Wobei ich ja auch Trompete gespielt habe. Wir könnten eigentlich noch auch hier Duett spielen. Ja, wir brauchen dann halt noch jemand fürs Akkordeon. Matze! Herr Kameramann! Also, so ist das Trio entstanden. Ich habe tatsächlich Schlagzeug gespielt. Ah ja, Alter, ja. Also dann steht Alex. Ich sehe uns hier schon stehen. Und dann kommt hoffentlich auch jemand und macht das Ganze hier quasi. Ja. Alter 3 dann. Nee, Mann, so ist das entstanden. So habe ich den Saxophonspieler dann auch ein paar Mal gefragt, wo die Victoria ist, als ich sie ja nicht gefunden habe. Kennen die sich untereinander so? Wie ist also, das? Also ich glaube, die kennen sich, also er hat sie ein paar Mal gesehen scheinbar, aber so, es gab auch Verständigungsprobleme und so, aber er hat gemeint, dass sie irgendwie schon längere Zeit nicht da ist. Ja. Und ich schon so, boah, Stier und so, was da passiert, nicht, dass da irgendwas noch Schlimmeres passiert ist.
aber ja, glücklicherweise habt nicht. Habt ihr sie denn mal gefragt oder konntet ihr sie fragen, also wo, wie sie ihre Plätze auswählen oder wie die rum, also Touren umziehen? Ja, also scheinbar ist es in Stuttgart so, dass du an einem Ort darfst du nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten spielen, darfst dann dort nur 30 Minuten oder so spielen, musst dann zum selben Ort. Okay. Dementsprechend ist sie immer irgendwie, ich glaube, von oben nach unten gewandert, dann von unten wieder nach oben. Und so ist das Ganze dann immer in so einem Wechselwandel. Ich habe auch keine Ahnung, ob die vielleicht in Konkurrenz stehen oder ob die... Das hätte mich jetzt auch interessiert, wie so das Verhältnis zwischen denen ist. Also ob die es irgendwie, ob die sich mögen oder ob da so ein Battle ist. Wer hat den besten Platz? Wer spielt wann? Ja, keine Ahnung. Wer kann schon sein, ja. Es gibt bestimmt Uhrzeiten, da gibt es mehr Kohle zu machen, safe, mal weniger. Nachmittags, abends wahrscheinlich so. Wir werden es dann herausfinden. Wenn wir hier stehen, wir werden es herausfinden. Safe, ja. Ja, nee, geil. Dann haben wir jetzt im Prinzip das... Haben wir die gute Victoria, die Story. Die Story gut erklärt, ja. Kann sich wahrscheinlich jeder ein bisschen was drin vorstellen. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch in dein Studio. Safe. Ich mach mal. Letzter Stop hier, zu Hause. Zu Hause, ja, Mann. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an zurzeit. Ohne Witz. Hier zu sein, sowieso Freitag heute, eigentlich. Ein paar Stunden, jetzt ein paar Stunden losgehen. Ne? Ja, wir sind im Lehmann. David hat hier sein Studio. Seit wann? Seit jetzt gar nicht mal so lange, ne? Jetzt immer 5 Monate vielleicht, 4 Monate. Recht neu. Ja. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das mal an. Ja, Mann. Hast du dein Reich aufgebaut? Ja, kleines Reich. Wahrscheinlich verbringe ich hier mehr Zeit als sonst wo aktuell. Leute, die deine Instagram-Story verfolgen werden. Sie wissen Bescheid, ja, Mann. Und ja, Mann, hier auf jeden Fall ein bisschen Studio reingebaut. Und schön hier absorbern und sowas. Was ein Stress, vor allem, man muss wissen, du weißt es ja auch, handwerklich null, handwerkliche Niete. Und komplett unbegabt, aber es hat geklappt. Und ja, Mann, jetzt hier ein schönes Studio reingebaut. Hier ist auch, ja, Mann, hier ist Altair entstanden. Ja, Mann. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen durchskippen. Eigentlich habe ich ja gesagt, keine Snippets so, aber vielleicht so ein bisschen. Ja, jetzt exklusiv. Exklusiv hier für das erste Format, für das erste Ding. Können wir ein bisschen. Ja, vielleicht kannst du ja auch mal das Vocal zeigen, also von der. Soll mal die originale Aufnahme zeigen? Okay, warte mal. Können die Leute sich ja auch ein bisschen was drunter vorstellen, wie es mal war und was dann draus wurde? Ich glaube, das ist das Originale. Gucken wir uns einfach mal. Тишина. Люблю послушать тишину, чтоб даже на уши давила, чтобы оставили одну меня, и я про всех забыла. Как будто я тенистый двор, от пекла спрятанный листвою, где еле слышный разговор вести могу сама с собою. Как будто я далекий пруд, безмолвно лилии цветут, и в этой звонкой тишине укрыться захотелось мне. Не навсегда, минут на 5, и вот уже шумит опять вокруг меня мой мир, мой дом, услышу тишину потом. Geile Sprache, oder? Russisch irgendwie, es ist so eine ästhetische Sprache, die sich einfach was. Schön anhört. So. Auch wenn ich kein Wort verstehe, du wahrscheinlich auch nicht. Null. Sie könnte jetzt alles gesagt haben und uns beleidigt, aber nee. Schöne Sprache, einfach schöne Sprache. Und ja, man, daraus ist es dann entstanden. Man hört auch im Hintergrund natürlich so Königstraße, Geräusche und alles so, Gespräche und alles Mögliche, aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Das ist jetzt, also wie lange bist du ungefähr dran gesessen? Also von, sagen wir, Aufnahmephase bis es jetzt fertig war? An einem Track oder an allen drei, so insgesamt meinst du? Das sind ja drei. Also wie lange für das Release?
für das Release an sich, also die komplette Produktion stand so, so also als die erste Version stand, ging es dann relativ schnell, ich schätze mal so, ja, 1 bis 2 Wochen sowas rum. Okay. Na, noch mit Mixdown und allem so, aber die Produktion stand so in der Woche ungefähr, ja, Mann. Okay. Also das Schwierigste war erstmal, dass man überhaupt die Vocals irgendwo reinbekommt, wo sie halt Sinn machen so. Dass sie halt nicht irgendwie random reingesetzt sind, sondern dass es halt ja auch gut klingt einfach. Die Idee für den Beat oder kam dann in dem Prozess oder hast genau, du schon? Genau, ja, ich habe einfach mal so ein bisschen rumgejammt. Es gibt auch noch ein paar andere Versionen, aber das sind so die finalen Versionen, einfach mal so, ja, ein bisschen was anderes als sonst. Ja, habe ich einfach mal ein bisschen rumprobiert und dann standen halt die 3 Versionen. Wolltest du dich musikalisch eher am ersten Teil orientieren oder komplett neu? Ja, das Ding ist, ich habe eine Version, wo ähnlich ist wie der erste Teil, wo relativ technoid ist und ja, einfach ähnlich wie der erste Teil. Aber ja, die eine Version ist schon auch sehr technoid, die andere Version ist ja, eher klassisch angehaucht halt. Und die dritte Version ist mir ja ein bisschen was anderes, als was man sonst so von mir kennt. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen was anderes machen. Auch so, ich meine, Corona-Zeit, da hast du halt nicht so die Club-Inspiration und Club-Input, wo du irgendwie mal 6 Minuten Tool, nur Kick und Hi-Hat und fertig. Ja. Sondern halt einfach ein bisschen was, was dich, ja, was dich anders inspiriert. Und denke mal, das hört man auch raus in den Tracks, ja, Mann. Also ich habe jetzt hier mal in dem Projekt, ich kann es einfach mal zeigen, ja, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. So ganz grob. Das ist jetzt halt die, das ist die 220-Version, also nicht der Main-Mix, nicht der 210er-Mix. Eine von drei. Eine, ne? Von drei, drei, genau. Ja, einfach mal rein. Die technoideste Version von allen. Ja, nice. Aber ich denke, der Vocal macht schon irgendwo Sinn so in dem Ganzen. Auch mal bei Techno einfach Autotune draufgehauen. Ach, da echt? Es ist Autotune drauf, aber irgendwie, es macht einfach Sinn, es funktioniert. Ja. Und irgendwie fand ich ganz spannend. Ich wollte tatsächlich gerade sagen, ohne dass ich das gewusst habe, jetzt nicht Autotune, aber das, es hat halt der Vocal, genau, hat so einen melodischen, genau, Vibe. Genau. Und irgendwie hat es einfach Sinn gemacht. Hm. Und sowieso bin ich immer Fan davon, ja, einfach mal ein bisschen andere Sachen auszuprobieren. Habe ich einfach mal Autotune draufgehauen. Ja, geil. Autotune jetzt auch im Techno angekommen. Ja, ohne Witz. Irgendwie kommt es halt cool dadurch. Und ja, direkt Spotify Modus Mio Playlist. Ja, und im Endeffekt ist es halt hier quasi dieser Vocal, dieser Ausschnitt des Gedichts, der sich hier durchzieht. Das ganze Gedicht ist in dem Main-Mix zu hören. Und ja, man hat einfach ein bisschen probiert hier mit einem bisschen härteren Kick Techno-Elemente, weil so eine Techno-Version draus, man einfach, dass es ein bisschen EP mit Variation ist. Hier kommt dann noch irgendwann ein Pad rein. Ich kann auch mal den Vocal einfach so abspielen, vielleicht macht es auch keinen Sinn. Das Ganze hört sich dann prozessiert so an. Тишина. И в звонкой тишине слышу тишину потом. Не навсегда. Da ist noch ein tiefer Vocal dazu. It's layer. Потом. Hört sich so an. Потом. Потом. Тишина. И в звонкой тишине слышу тишину потом. So,
Gigs an. Und dann jetzt hier noch ein bisschen Breaks, das wollen wir auch noch zeigen. Kurzer Ausschnitt ein bisschen, ich denke, das reicht schon. Gehen wir auch gar nicht zu sehr in die Tiefe so. Ja, ja. Ist ja auch nicht mehr lang bis Release. Ist nicht mehr lang bis zum Release, richtig. Die Leute können sich das jetzt nächste Woche dann, oder sieben die nächsten Tage, genau, heute, von heute an, sieben Tage, können sie sich das reinziehen, beziehungsweise alle drei Versionen. Ja, Mann. Platten gibt's keine mehr. Platten gibt's keine mehr, vielleicht jetzt immer ein Repress, aber jetzt, ja. Aber ansonsten gibt's auf Spotify und wo, wie immer. Ab 31.07. Altteil 2. 31.07. Altteil 2. Ja. 31.07.2021, die Box, Rafa und ich, Akkordeon, Special. Ja, Akkordeon und Saxophon, Trompete. Saxophon, Trompeten. Und Matze am Schlagzeug. Ja, haben wir alles drauf. Also vormerken, vorbestellen. Ja, korrekt, ja. Dann haben wir das. Ja, Mann, haben wir das. War nice. War nice, Tag. Auf jeden Fall. War killer. Wir sehen uns ja das öfter. Wir sehen uns. Brauchen wir jetzt nicht so einen geheuchelten Abschied. Ja. Easy. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. War geil.